So, weil ich mit Civ Live und wir sind erstmal auf Cascada. Ich habe so ein bisschen, ich habe letztens im Stream schon ein bisschen was erzählt, was ich so rumgetestet habe und so, und ich habe ein bisschen mehr rumgetestet. Und also ich muss sagen, ist natürlich gerade nur was für Ranger jetzt funktioniert, oder was es wirklich auf Ranger betrifft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das bei anderen Klassen ist mit Farming und was man so verdient und wie man am besten farmt und so. Aber ich muss sagen, jetzt so für einen Ranger zumindest, wo ich jetzt sprechen kann, Neo-Kaskade ist nicht so ertragswert wie Kaskada. Es sind ungefähr so, also ich habe immer so 10 Minuten Sessions gefarmt, einfach zum Vergleichen. Kaskada selbst hat mir ungefähr so 2,2, 2,3, mittlerweile kommen wir ungefähr so auf 2,4, 2,5 Pairing gebracht. Also merkt man so 2,2 oder 2,3 Pairing. Neo-Kaskada, wie ich schon erwähnt habe, waren bei mir ungefähr roundabout 2, also so ein Stückchen schlechter. Wir reden übrigens ohne die Waffen, die man droppt und so, zu verkaufen, also keine Blues verkaufen. Was habe ich sonst getestet? Genau, Neo-Kaskada 101 war kompletter Schrott, da bin ich irgendwie auf 1,6 oder so gekommen, 1,6 Pairing. Kann man komplett vergessen im Prinzip, also das macht keinen Sinn. Und also ich muss dazu sagen, es waren mit, ich habe glaube ich noch 3 Hits für die Monster gebraucht. Mittlerweile brauche ich glaube ich 2 Hits safe für die Monster. Eventuell macht es nochmal einen Unterschied um 0,2, 0,3 Pairing oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube Ranger ist fürs Farmen nicht so geil. Ich meine, du hast halt die Range, was geil ist, aber dein AOE castet super langsam. By the way, es wäre irgendwie ganz cool, wenn das Ding schnell casten würde. Das AOE castet einfach wirklich super langsam und macht jetzt echt nicht so viel Schaden. Also ich komme jetzt ungefähr auf 80, 84k Damage. Beziehungsweise 80k, glaube ich, ohne Pride of Victory. Und ja, es geht. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht wirklich viel, weil ich weiß nicht genau, was die Monster in AP haben. Irgendwie 350k oder so um den Dreh. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Du brauchst schon ein paar AOEs. Also ganz so schnell und so fix, wie man es vielleicht das von sonst kennt. Von einem, oh, weiß nicht, von einem Psykeeper oder so. Oder von einem Ele. So ist es halt echt nicht. Und ich bin mir da gerade echt nicht sicher. Soll ich mir irgendwie noch einen Dingensen machen? Einen Farm-Ele. Was auch wieder unglaublich teuer ist. Und bis ich das Ganze dann wirklich mal wieder rein habe, vergehen halt wirklich viele, 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 viele Stunden. Das ist halt das, was mich momentan so ein bisschen davon abhält. Weil, ich meine, für einen Ela, wie viel gibst du dafür aus? Damit du mit einem Ela gut farmen kannst, 100 Pärin. Mit 100 Pärin musst du eigentlich fast rechnen, 60 bis 100 Pärin. Nein, eigentlich geht es an die 100 Pärin. Weil ich meine, Stuff und Set zusammen kostet das schon mal wie viel? Ich meine, Set kostet pro Teil noch, glaube ich, 10 Pärin. Schon mal 40 Pärin für Set. Waffe nochmal 30 Pärin, Schmuckset nochmal vielleicht 5 Pärin. Und dann hast du halt nicht mal was geabt und bist bei, was habe ich gesagt, 75 Pärin dann. Ja, und das ist natürlich schon verdammt viel Geld. Also da musst du halt dann wirklich schon, da muss man sich ja dann schon sehr sicher sein, dass man auch wirklich dann viel farmt, dann wirklich dann auf Dauer halt dann damit mehr farmt. Weil ich meine, 100 Pärin, ich weiß nicht, wie viel farmst du mit einem Ela pro Stunde mehr? Mit einem Medium, okay, mit einem Medium Equip. Vielleicht 5 Pärin mehr pro Stunde. Vielleicht sogar nur 3 Pärin mehr pro Stunde. Naja, ich denke mal, so 5 Pärin mehr ist, glaube ich, relativ realistisch. Und ja, das ist halt nicht viel. Ich meine, das sind 20 Stunden. Mindestens 20 Stunden, wahrscheinlich sogar noch viel mehr, weil 100 Pärin reichen eigentlich gar nicht für ein Set. Ich meine, 25 Pärin fürs Upgraden und Sockeln und das reicht eigentlich nicht. Ich meine, Set upgraden auf gut plus 8 muss nicht sein. Sagen wir mal, 4 Sockel rein sind 5 Pärin. Rechne ich jetzt einfach mal mit. Was haben wir sonst noch? Upgraden, 15 Pärin, 20 Pärin Minimum eigentlich. Gehen wir von 20 Pärin aus, wenn man wirklich Schaden machen will. Dann haben wir auch schon mal die 100 Pärin erreicht. Und dann haben wir halt noch vom Stuff gar nichts gemacht. Ich meine, Stuff irgendwie. Ja, gut, Awake ist kostenlos. Im Prinzip ist kostenlos.
Ja, Sockel, 5, 6 Sockel wären schon geil. Warte A rein. Gut, Warte A kann man vielleicht sich irgendwie farmen oder zusammenschnorren. Ah, du bist, ja, 100. 100 werden nicht reichen. Dann hast du halt ein plus 3er Set. Ach nee, das Stuff droppt mir auf plus 0. Ach, scheiße. Ja, für den Ulti-Stuff musst du auch nochmal Geld ausgeben. Bis plus 10, wie viel zahlst du dafür? 6 Perin. 6 plus 7 Perin. Um eine Waffe auf plus 10 zu uppen. Und dann nochmal Ulti-Upgrade. Ja, 115, 120 PM müsste, glaube ich, mit dabei. Das ist verdammt viel Geld. Das ist wirklich viel Geld. Also. Ja, da struggle ich halt momentan noch so ein bisschen, weil ich mir echt nicht sicher bin, wie ich da wirklich dann am besten. Wie am besten vorgehen einfach, was es auch wirklich am meisten Sinn macht. Und wie man halt auch wirklich damit am schnellsten dann vorankommen, weil jetzt einfach auf gut. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich meine, Ele. Also fangen wir mal so an. Ich glaube, Range ist gut, Range ist okay. Er ist nicht schlecht. Aber ich finde dieses Crackshooter AOE einfach irgendwie outdated. Ich meine, wenn du das mal überlegst, Knight hat das ein schnelles AOE. Das weiß gar nicht, ob das neu ist oder so, bin mir nicht sicher. Psy-Ele ist eh klar. Psy hat auch ein krasses AOE bekommen. Also das AOE wurde hart, also der Cooldown wurde entfernt und Caster ziemlich schnell. Ele ist eh klar. Blade, gut, ich meine, Blade geht hin und one-hittet einfach, was du mit einem Ranger nicht so einfach machen kannst, weil du einfach immer diese zwei Shots machst und dein Pet einfach nicht mehr hinläuft. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Pickup-Scroll kaufen muss dafür, dann nagt das wieder an der Farmeffizienz oder noch mehr an der Farmeffizienz, was das Farmen mit Range einfach dann komplett sinnlos macht. Ja, Knight ist ekler, Knight ist heftig, Knight ist richtig heftig. Ja, ich weiß nicht. Was gibt's sonst noch? Chester hat auch die ultraschnellen Auto-Attacks, kann damit auch farmen wie Sau. Buildposter, Ringmaster. Haben halt auch ziemlich gute Attack Speed und wenn die One-Hitten, dann gehen die auch um wie Sau. Ich meine, wenn ich jetzt gerade wirklich so drüber nachdenke, dann muss ich eigentlich sogar fast sagen, dass Ranger die schlechteste Klasse zum Farmen ist. Sie ist jetzt nicht in dem Sinne schlecht, also nicht komplett schlecht, aber so jetzt im Vergleich ist es die schlechteste, meiner Meinung nach. Was meint ihr? Mich würde mal eure Meinung interessieren. Seid ihr der Meinung, vielleicht einfach, dass mein Gedankenkrank einfach nicht ganz richtig ist, dass er einfach ein bisschen falsch ist? Oder ist vielleicht dann noch ein bisschen was dran? Wenn ich ehrlich bin, ich finde Ranger eigentlich outdated. Das ist AOE zumindest. Das Cracky AOE ist ziemlich outdated. Ja, schreibt mir eure Meinung. Ich hänge meine Timelapse hinten dran und bis zum nächsten Mal.
Until something better came along.